Ich bin so bad, was war das denn? Dabei habe ich jetzt natürlich unseren gesamten Lead weggeworfen gerade, ne? Ups. Who's that Pokémon? It's no way for you! Wenn die Gegner jetzt nicht AD Carry spielen, picken, müssen wir Nilo spielen. Dann haben wir dieses Game höchstwahrscheinlich verloren. Ich hoffe, ihr drückt mir die Daumen. Bitte hier AD Carry. Red Draven gebettet, es muss der AD Carry sein von denen. Bitte. Das ist huge. Das ist huge, Leute. Gegen Caitlyn. Besser AD Carry? Twitch. Okay, wir spielen gegen Kaiser. Let's go, Mann. Bitte sag mir nicht, dass der Back ist der... Okay, wir spielen gegen Kaiser. Das ist hier. Schnell sein. Bitte nicht Nilo, bitte nicht Nilo. Wir haben sie so oft gedodged, ne? Wir haben sie so oft gedodged. Ei. Oh no. Joker's to the right, here I am. Okay, I guess we're just surfing on him. Alter, diese Legende. Dieser scheiß Velkos, er wird eine absolute Legende. Er ist super LG einfach im Team, ja. Oh, wie stark du bist? Ja, danke. Ich habe hart trainiert für diese Stärke. Muss mal meinen Bizeps fühlen. Okay, also wir verlieren beide Solo-Lanes und wir gewinnen Bot-Lane ultra hart. Die arme Kaiser, die wird richtig hops genommen. Die wird mal... Oh, shit, der ist tot. Ups. Komm mal. Nein! Versteck dich! Ja, wenn er da ein bisschen besser spielt, dann gewinnt er den Loser. Ja, ich bin so bad. Was war das denn? Ich hatte keinen Slipstream mehr. Really? Dabei habe ich jetzt natürlich unseren gesamten Lead weggeworfen gerade, ne? Ups, Loser. Okay, jetzt ist die Kaiser, glaube ich, nicht mehr sauber. Jetzt ist sie nämlich super weit vor uns. Das ist nicht so geil gewesen. Wenn du ein bisschen besser spielst, gewinnst du das, Loser. Ich hätte nicht den Ringer Trash talken sollen. Und ich komme noch raus, bevor der Town mich holen kommt. Nope. Nope, komme ich nicht. Scheiße, Mann. Jetzt haben wir den kompletten Botlane-Advantage verloren. Und ich glaube, ich bin ein bisschen schuld, ne? So ein bisschen vielleicht? Vielleicht bin ich so ein bisschen schuld. Das ist sehr, sehr bitter. Was ist denn unsere Ravenous Hydra? Da müssen wir nochmal basen und schauen wir mal, ob was geht. Wir waren so schöner Head, though. Jetzt sind wir nicht mehr so schöner Head. Kurz eine Platte peitschen. Wenn wir noch einen Tod nehmen, kriegen die den Turret halt, ne? Hä? Was ist das noch? Zack, zack, zack. Ja, das war nicht, was wir sehen wollten, ne? Ich weiß nicht, warum der Rengar da die Ult anmacht, Mann. Okay, wir haben jetzt unsere Hydra. Jetzt brauchen wir nur unseren Shieldbow und dann können wir einfach full Tank gehen und sind fein, würde ich sagen. Full Tank gehen und sind fein. Für das Play musst du dich mit dem Jodler bestrafen. Hey, aber ich wurde doch reingepinkt. Oi. Jetzt sind wir actually behind. Das Game war so gewonnen, ne? Wenn ich einfach ein bisschen defensiver gespielt hätte, wäre das vorbei gewesen, das Game, ja. Wir stacken jetzt einfach unsere Ravenous Hydra und dann gucken wir, was geht, würde ich sagen. Das wird das riskieren, oder? Doch, wir riskieren das. Was soll passieren? Tot. Komm her. Die ist wesentlich stärker als wir jetzt, ne? Nö. Die waren schon alle hinter mir, ha? Huh? Okay. Wir haben unsere Berserker-Boots. Ich stehe jetzt 0-4, ne? Ist schon wieder eins von den schweren. Ich glaube, ich will einfach nur Sidelane und die ganze Zeit halt auf der Sidelane versuchen, Advantage zu generieren, oder? Lol. Nice one. Aber huge gespielt. Die sollte auch noch sterben. Ja, let's go! Well played. Okay, wir haben eine gefeedete Akali.
Wir haben einen gefeedeten Velkos. Wir haben eine sehr intensive Nila, ne? Ja, sehr intensiv sind wir, ja. Aber wir können das Game gewinnen. Das ist winnable. Wir sind stark. Also, jetzt müssen wir unseren Shibo noch zusammenbekommen. Hello there. Ich muss aufhören zu pushen und ich kenne niemanden, von wir wollen gerade so wie es aussieht. Ich meine, der hat ein komplettes Item mehr als ich und ist 2 Level über mir. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass ich im Wundum einiges stärker bin. Ich hätte meinen W später einsetzen sollen. Nila ist ja so useless. Nila ist ein sehr interessanter Champion tatsächlich. Die sieht in den Händen von Laien, so wie mir, sieht die immer komplett nutzlos aus. Aber, und das will man gar nicht glauben, Nila ist seit Patches der stärkste statistische AD Carry, wenn du bereit bist, die Zeit in sie zu investieren für Low Elo. In High Elo wird sie nicht wirklich gespielt und struggelt sehr, aber in Low Elo einfach diese schiere Menge an Lifesteal und Tankiness und Engage Support AD Carry, das ist tatsächlich sehr, 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 sehr gut in niedriger Elo, dieser Champion hier. Ja, was ist für dich Low Elo? Na, das ist halt so eine Definitionssache. Ich rede jetzt von bis Diamond ungefähr, rede ich gerade. Und ich glaube auch, dass die in High Elo fein sein können. Ihr müsst halt nur bereit sein, diese Zeit zu investieren in diesem Champion, wisst ihr, ne? Und das ist halt, also das ist eine Menge Zeit, die er dafür braucht. Das muss euch klar sein. Das ist eine Menge Zeit, die dieser Champion verlangt, die dieser Champion braucht. Um zu funktionieren. Und ich glaube, dass die auch in hoher Elo-Fein ist. Ja, ich glaube, die ist in jeder Elo-Fein der Champion. Ich glaube, die ist overall einfach gut. Aber halt, das ist ähnlich wie zum Beispiel, habt ihr mal Kisante gespielt? Also jetzt an euch da draußen. Habt ihr mal ein Game Kisante gespielt? Ich finde, wenn du Kisante zum ersten Mal spielst, fühlt sich der klobig an, er fühlt sich schlecht an, er fühlt sich so an, als würde irgendwas nicht stimmen, als würdest du immer nur hinterherlaufen und so. Ich finde, das erste Kisante-Game, das man spielt, ist einfach furchtbar. Und wenn du dem 2, 3, 4, 5 Games gibst, ist der so stark, der Champ. Das ist crazy. Das ist so crazy, wie stark der eigentlich in Wirklichkeit ist. Und relativ bald haben wir Shield Ball Ready. Das macht die W von Nila, die hüllt dich in so einen Schleier. Und solange du in diesem Schleier bist, kannst du nicht auto-attacked werden. Und du kriegst weniger Damage von Magic Damage-Quellen. Beide ADC sind hier mächtig am Struggeln in dem Game, ja. Ist nicht gut für uns gelaufen. Hat sich das mit der Cam nicht durchgesetzt? Nee, ich habe hier das Setup nicht, um mit Cam zu streamen, weißt du? Ich habe ja nicht das nötige Setup. Das hatte ich nur, als ich in Berlin zu Besuch war. Ich versuche aufzustocken jetzt und die Teile zu bestellen und dann halt ein Greenscreen zu holen und so. Aber ja, ich bin noch nicht so weit. Das wird noch ein bisschen dauern. Und ich will auch nicht die ganze Zeit mit Cam. Das soll trotzdem noch was Besonderes sein. Ja, nicht gut aus da unten. Manchmal, was ist denn diese Game-Qualität heute? Das ist ja furchtbar. Alle sauer. Permanent sauer. Ich weiß, ob wir jetzt noch teamfighten können, weil ich bin, glaube ich, nicht tanky genug, um da reinzugehen. I mean, let's try. Karma ist unten und Talon ist unten. Das ist doch ein Free Angle hier. Ich glaube, dass der Smiter, ne? Drake, lass mich Livestream und wir draken. Nice one. Sehr gut. Habe ich da was falsch gespielt, groß, oder war das okay? Ich glaube, ich hätte früher exhausten können, ne? Aber zum Glück haben wir wenigstens den scheiße Dings bekommen, ne? Das war so wichtig. Ich bin mehr irgendwie so der Engage-Bait-Tank-Gedingsel da. Ansonsten mache ich irgendwie nicht so viel. Wort hat er aber sicher, ne? Können die dafür nehmen? Alle 5 noch am Leben hier. Ich glaube, wir sollten den ersten Turret lassen, oder? Ja, das ist wichtig. Vielleicht können sie den auch noch töten, aber ich weiß es nicht. Was? Hält er sich nicht mehr, wenn er den Dings ge... Oh, wow.
Wenn er den Dings gehittet hätte? Nein. So, als nächstes dürfen wir jetzt entweder BT oder Infinity Edge bauen. Was würdet ihr holen hier? Wir haben eigentlich genug Lifesteal, oder? Ich glaube, wir können Infinity bauen als nächstes. Wann wird Nila stark? Ich glaube, theoretisch wäre die schon auf der Lane sehr stark gewesen, oder? Und ich glaube, du spielst die von ahead, wenn ich mich nicht täusche. Und das habe ich natürlich versäumt hier. Zweifel Damage? Nee, Damage machen die beide, die Items. Nice try. Ja, One-Shot ist wieder zurück. Alles, was der Durability-Patch hatte. Das stimmt leider. Ja, da würde ich tatsächlich zustimmen. Ich würde auch persönlich behaupten, dass aktuell wieder ein neuer Durability-Patch nötig wäre. Da bin ich bei dir. Ich glaube auch. Ich glaube, es sind ein bisschen zu viel Schaden im Game. Dein eingebauter Lifesteal scaled mit Crit. Ja, deswegen war ich ja auch Crit. Ich komme. Die muss auf jeden Fall rauskommen. Also das können die enden vielleicht mit der... Krass, da haben wir echt noch gut aufgeräumt am Ende. Holy shit, war ich da stark. Ich glaube nicht, dass sie was kriegt, ne? Ah, oh, doch, okay, kriegt sie. Aber ich glaube, sie kriegt nur den einen Turret. Danach ist der Velkostar und kann sie ulten. Okay. Wir haben genug für Infinity. Das heißt, letztes Item gehen wir GA, Defdance oder BT. Was sagt er, Leute? GA, Defdance oder BT? Ich glaube, Defdance klingt sehr, sehr nice hier, oder? Sollte Game sein. Es ist GD. Okay, der Wave da. Na, Mann, ist doch nicht GD. Können wir die Botwave nehmen? Go, Katze, take den nächsten Turret. Wir sollten einfach versuchen zu finishen. Ich hab echt schön mit Nila gewonnen. Let's go, baby. Let's go, die Respektpeitsche. Ja, ganz genau, Richtig schön wie im Zirkus. Läuft das ab hier. Oh, Leute, wir sind bei plus minus null. Von allen Champions, mit denen wir heute gewonnen haben. Und im Late Game hat sich das echt wahnsinnig, wahnsinnig stark angefühlt. Wenn ich diesen Early-Fehler nicht, wo ich noch nicht tanky war, wo ich nur Ravenous hatte, oder auch davor, wo ich diese zwei dummen Tode genommen hat, oder waren es drei sogar? Wenn ich mir die geklemmt hätte, wäre das echt ein Free-Win gewesen, das Game. Also das war, ich war so stark ab einem gewissen Punkt. Ich war so tanky. In diesem einen Late-Game-Fight hat man es, glaube ich, gesehen. Oder in zwei. Wir hatten zwei schöne Ults auch. Oh.